kommen wir zur ersten Bauanleitung, die uns Fischer Technik für die Kalliope mit auf den Weg gibt. Und da sprechen wir über die Fußgängerampel. Als erstes wie immer Teil raussuchen und die Ampel wird dann relativ einfach zusammengebaut. Wir achten darauf, dass wir die Ampelsäule richtig zusammenbauen. Achtet vor allem darauf, dass die Zapfen und die Schienen an der richtigen Stelle sind. Muss dann fertig so aussehen, wie es bei mir aussieht. Danach werden die beiden LEDs eingesetzt. Hier ist vor allem darauf zu achten, dass die Markierung mit dem Plus oben sitzt. So viel zum einfachen Teil. Jetzt müssen wir die Kabel vorbereiten. Die Abisolierung ist ja schon vorbereitet. Wir können also das Kabel einfach in den Steckadapter schieben, zuschrauben und hoffen, dass das dann hält, oder wir können das auch ein bisschen abknicken, das Kupfer, damit es dann einen sicheren Halt hat im Stecker. Es gibt Kabel, die sind grün markiert, es gibt Kabel, die sind rot markiert. Entsprechend gibt es auch Stecker dafür, dass man dann am Ende nicht durcheinander kommt. Die Kabel müssen auch aufgedröselt werden, also ein bisschen auseinandergezogen werden. Zum Beispiel kann man mit dem Fingernagel oder einfach mit dem mitgelieferten Schraubenzieher vorsichtig die Mitte der Kabel abtrennen und die dann auseinanderziehen. Jetzt nehmen wir uns einfach mal den mitgelieferten Schaltplan zur Hand und schauen uns genau an, welche Kabel wohin gehören. Ich werde euch das im Video immer genau einblenden, welches Ende wo verbunden wird. Das Einzige, was ich jetzt eigentlich noch zu sagen habe, ist, dass auf dem Schaltplan zu sehen ist, dass an dem einen Ende des Konnektors, den wir in der Basis gebaut haben, drei Kabel hängen. Das ist kein Problem, denn jedes Kabel oder jeder Stecker von Fischer Technik hat einen Eingang. Also ich kann also mehrere Stecker miteinander verbinden. Das werden wir auch gleich im Video sehen. Jetzt bekommt ihr Musik und könnt zuschauen, wie die ganzen Sachen zusammengesteckt werden. Damit haben wir unser Setup jetzt stehen. Der Rest ist nur noch lästiges Kabelmanagement. Ansonsten treffen wir uns gleich wieder im Open Roberta Lab. Die Ampel haben wir ja jetzt nicht nur gebaut, weil die so schön aussieht, sondern wir wollen mit der natürlich auch was programmieren. Wir wollen das Knöpfchen drücken und wir wollen sehen, dass die Lampen korrekt leuchten. Bevor man aber in so eine komplizierte Programmierung einsteigt, prüfe ich immer als erstes, ob überhaupt das Setup so funktioniert, ob alle Kontakte geschlossen sind. Deshalb fangen wir mal mit einem ganz einfachen Programm an. Es gibt von Fischer Technik das Begleitheft zur Kalliope Mini. Das findet ihr auf der Webseite von Fischer Technik. Das finde ich sehr interessant und dieses Video kann das Begleitheft jetzt auch nicht ersetzen.
ersetzen. Hier gibt es eine gute Erklärung, was Aktoren und Sensoren sind. Und das ist jetzt für unser Programm wichtig. Aktoren sind in unserem Beispiel die beiden LED-Lampen und der Sensor in unserem Beispiel ist der Taster. Ein Aktor kann also aktiv irgendwas ausführen, zum Beispiel eine Lampe ein- oder ausschalten. Und ein Sensor registriert Eingaben. Oder verschiedene Werte einfach. In unserem Beispiel können wir das drücken, das wäre also ein Zustand, den der haben kann, der Taster, oder nicht drücken. Also wir haben jetzt zwei Zustände, die eintreten können. Mit dem Wissen im Hintergrund wechseln wir einmal auf den Schaltplan. Den findet ihr in der Bauanleitung. Mit dem habe ich ja auch das ganze Setup so ein bisschen aufgebaut. Vor allem wichtig sind die Pins 1, 2 und 3. 1 und 2 sind unsere roten und grünen Lämpchen, also 1 ist die rote und 2 ist die grüne Lampe. 3 wiederum ist die Eingabe des Sensors. Und das müssen wir jetzt im Hinterkopf behalten, beziehungsweise lege ich mir mal hier nach rechts hin. Dann kann ich da immer wieder spicken, wenn ich jetzt hier damit anfange zu programmieren. Bevor wir jetzt aber mit der Programmierung überhaupt loslegen können, müssen wir einmal hier oben auf die Roboterkonfiguration. Hier sehen wir unseren Calliope Mini und ja, praktischerweise ist der Schaltplan jetzt hier direkt nebendran. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier die Pins 1 und 2 mal belegen. Das sind nämlich Aktoren und da kann ich ja einen Wert von 0 oder 1 setzen. 1 würde bedeuten, Strom fließt, 0, da fließt kein Strom. Also erstmal hier auf Aktion und ich wähle hier Aktor digital aus. Der Pin ist ja hier Pin Nummer 1, das ist der hier, sehen wir ja hier drüben. Den Block kopiere ich mir und das gleiche machen wir mit Pin Nummer 2. Und jetzt würde ich noch empfehlen, aber das ist jetzt nur ja, ein Tipp von mir einfach, hier der Pin Nummer 1 ist für die rote Ampel. Deshalb kriegt das den Buchstaben R bei mir. Und der Pin Nummer 2, der ist für die grüne Ampel. Deshalb hier ein G. Dann komme ich damit nicht so sehr durcheinander. Den dritten können wir leer lassen. Wir hatten ja schon in den Videos vorher gesehen, dass man den Pin drücken kann und das dann registriert wird. Dazu mussten wir auch nicht in die Roboter-Konfiguration. Deshalb können wir jetzt mit dem Programmieren anfangen. So, zum Testen, ob die ganze Konfiguration funktioniert, gehe ich mal hier auf Kontrolle und wähle aus Warten bis gedrückt Taste A. Aber wir wollen ja nicht die Taste gedrückt haben, sondern den Pin gedrückt haben. Und bei uns wäre das Pin Nummer 3 in dem Schaltplan. Entspricht das der Wahrheit? Dann soll er doch mal die grüne Lampe einschalten. Dazu müssen wir aber hier oben wieder aufs erweiterte Menü schalten und hier dann unter Aktion Pin können wir sagen, schreibe digitalen Wert auf Pin. So, und wir wollten ja grün haben und 1 heißt ja einfach Strom fließt, das heißt, wir aktivieren Pin G, das wäre der Pin Nummer 2 und der würde dann dafür sorgen, dass die grüne Lampe angeht. Tatsächlich würde ich jetzt nochmal auf Kontrolle gehen, Warten auswählen und hier eine Sekunde warten, damit der Tastendruck dann auch wieder gelöst werden kann, bevor die nächste Prüfung stattfindet. Denn die nächste Prüfung würde ich jetzt hier kopieren wieder. Pin gedrückt ist wahr, also wenn ich den das zweite Mal drücke, dann möchte ich, dass die rote Lampe leuchtet. Das wäre dann hier R. Aber ich möchte auch gleichzeitig, dass wir einfach die andere vorher ausschalten. Dass also immer nur eine von beiden Lampen an ist. Das heißt, grün setze ich auf 0. Und rot würde dann angehen. Wir haben also nie beide Lampen gleichzeitig an. Das ist jetzt mein Programm. Wenn das Programm funktioniert, dann haben wir schon mal alles getestet, was wichtig ist fürs Folgende. Nämlich, es werden Sensoreingaben erkannt und ich kann die Lampen korrekt ein- und ausschalten. Und die Pinbelegung, wie sie hier auf der rechten Seite ist, ist komplett richtig. Zurück zur Praxis und wir stehen jetzt vor unserer Fußgängerampel und schauen mal, ob alles funktioniert. Unser Programm wartet ja jetzt, bis ich Pin 3 drücke. Dann machen wir das doch mal. Wird Pin 3 gedrückt, wird dann auf Pin G, also der für grün steht, der Wert 1 geschrieben. Und das funktioniert auch, wir sehen im Video die grüne Lampe leuchten. Dann warten wir eine Sekunde und jetzt wird wieder gewartet, ob der Pin 3 gedrückt wird. Und ist auch das wahr, dann schalten wir die grüne LED aus und schalten die rote LED ein. Jetzt haben wir also geprüft, dass alles erstmal so funktioniert, also unsere Sensoren und Aktoren genau das tun, was wir von ihnen verlangen. Es wird auf Knopfdruck reagiert, hier ist also alles richtig verbunden und auch die LEDs schalten sich richtig an und aus, sind also auch richtig verbunden. Jetzt können wir uns also ans Programmieren endlich machen. Dazu müssen wir uns aber kurz überlegen, wie eine Fußgängerampel funktioniert. Ich drücke in der Regel auf den Knopf und dann muss ich warten, bis die Autos zum Stehen kommen. Also es dauert eine Zeit, bis die Ampel auf grün schaltet. Es ist nicht so, dass ich den Knopf drücke und es wird sofort grün, sondern die Autos werden ja durch die Rotschaltung ihrer Ampel auch zum Stehen gebracht und erst dann geht die Fußgängerampel los. Und das funktioniert nicht nur einmal am Tag oder nicht nur einmal, wenn die Ampel eingeschaltet wird oder hingestellt wird, sondern das funktioniert ja immer. Also dieser Ablauf, ich drücke und irgendwann wird es grün,
Deshalb können wir gleich eine Schleife hier reinziehen. Ich bin wieder im erweiterten Modus und kann einfach die Schleife wiederhole und endlich oft schon mal an den Start bringen. Nun kennen wir ja schon die Schleife Warte bis und die nehmen wir dann auch gleich. Und zwar warten wir, bis der Pin gedrückt ist. Und das war, wenn ich mich jetzt recht erinnere, der Pin 3 gewesen. Wird also der dritte Pin gedrückt, dann würde ich doch sagen, dann müssen wir ein bisschen warten. Ich gehe also auf Warte, um Millisekunden. Und da würde ich dann sagen, nehmen wir mal, also 3 Sekunden ist schon fair, so lang muss dann die Ampel Zeit haben, bis sie umschalten kann. Und jetzt können wir ja genau das machen. Wir haben ja die Roboterkonfiguration vorhin vorgenommen. Und jetzt sorgen wir dafür, dass die Ampel auf grün schaltet. Dazu ziehe ich jetzt hier den Pin raus, setze den digitalen Wert wieder ein. Grün geht auf 1 und rot geht auf 0. Das geht so schnell hintereinander, dass da die Reihenfolge im Grunde egal ist. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, wie lange lassen wir die Ampel denn eingeschaltet? Also wie lange lassen wir grün eingeschaltet? Ich kopiere das mal raus und ja, bis man so über die Straße gelaufen ist, kann man schon mal ja, 10, 15 Sekunden vergehen lassen. Ich entscheide mich mal für 15 Sekunden. In der Zeit bleibt die Ampel einfach auf grün stehen und ein Druck der Taste hat im Grunde keine Auswirkung. Nach dieser Wartezeit gehen wir wieder auf rot. Das heißt, wir können eigentlich beide Blöcke kopieren, also den mit G. G geht aber allerdings auf 0. Ups. Und der Rotwert geht dann wieder auf 1. Was heißt wieder? Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn das Programm startet, sind alle Ampeln aus. Deshalb müssen wir noch sicherstellen, dass Rot am Anfang immer gesetzt wird. Zumindest beim Starten des Programms, bevor wiederholt wird, setzen wir unsere Ampel Rot einmal auf 1. Und beim ersten Start des Programms ist die Ampel dann Rot. Und ab dann läuft hier unser Algorithmus durch. Jetzt könnt ihr kurz erschrecken, was mit meinem Code passiert ist. Ich habe nämlich eine Sache fast vergessen, auf die wir noch achten müssen. Was passiert denn, wenn die Ampel grün war, eure Fußgängerampel war grün, sie schaltet auf rot und es kommt der nächste Fußgänger und drückt sofort wieder. In meinem alten Code wäre dann Folgendes passiert. Dann hätte er wieder 3 Sekunden gewartet. Das wäre die Zeit gewesen, in der die Ampel für die Autos auf rot gegangen wäre. Und wäre dann direkt wieder grün geworden. Und das würde aber für die Autofahrer heißen, dass die quasi nie fahren könnten, weil ja ständig wegen einem einzelnen Fußgänger die Ampel sofort immer auf grün umschalten würde. Und die Autoampel dann entsprechend auf rot. Deshalb müssen wir jetzt eine Prüfung einbauen, ob die Zeit, in der die Fußgängerampel rot war, lang genug war, sodass auch die Autos fahren können. Ehrlich gesagt glaube ich, ich habe hier eine schlechte Lösung gefunden. Ich bin irgendwie nicht zufrieden damit, mir ist aber auch nichts Besseres eingefallen. Schaut gerne mal im Calliope Forum vorbei. Dort findet ihr mich auch unter dem Namen UsefulWit. Dort können wir auch über meine Lösung gerne diskutieren. Leider sind bei YouTube Kids keine Kommentare auf YouTube zugelassen. Falls ihr jetzt keine bessere Lösung habt, würde ich euch einfach mal meine vorstellen. Oben fällt auf, dass ich 2 Variablen eingeführt habe. Ich habe einmal den Wert Druck eingeführt, der kann wahr oder falsch sein, und eine Variable Zahl, die heißt einfach IT. Ganz am Anfang sehen wir wieder, wir schreiben den digitalen Wert auf Rot 1, also wir stellen sicher, dass beim Einschalten des Programms die Ampel einfach auf Rot ist. Dann kommen wir ja in die Schleife, wiederhole unendlich oft und ab jetzt verlassen wir die gar nicht mehr. Bevor da aber irgendwas passiert, kommt eine Wenn-Schleife und die fragt ab, ob der Wert Druck wahr oder falsch ist. Hier habe ich jetzt abgefragt, wenn der Wert Druck ungleich wahr ist, also wenn der falsch ist, kann ich natürlich auch anders darstellen. Ich kann falsch und Hirn ist gleich machen, das ist glaube ich im Hirn ein bisschen einfacher zu übersetzen. Also kann ich einfach sagen, wenn der Wert Druck auf falsch steht, dann geh doch mal in diese Schleife rein. Was macht er in dieser Schleife? Dort wartet er geduldig ab, bis ihr drückt. Vorher passiert gar nichts. Ihr müsst also den Knopf drücken und erst dann würde er 3 Sekunden warten und würde die Variable Druck auf wahr setzen. Und dann verlässt er die Schleife wieder. Jetzt würde er wieder, sind wir ja hier bei wiederhole unendlich oft, er würde also wieder die Abfrage machen, auf was steht denn der Wert Druck? Und der Wert Druck steht ja jetzt auf wahr. Wir haben den ja hier auf wahr gesetzt, ausgelöst durch den Tastendruck. Und damit rutscht er jetzt in die Sonstbedingung rein. Das heißt, das ist jetzt unser Ablauf, den wir schon von vorhin kannten. Das heißt, er schaltet jetzt die Ampel einfach auf grün. Den Zustand lässt er dann für 10 Sekunden so stehen. Das heißt, wir haben 10 Sekunden Zeit, die Straße zu überqueren. Den Wert habe ich jetzt ein bisschen niedriger gesetzt, sonst ist das beim Ausprobieren eine ewige Warterei. Nach den 10 Sekunden schalten wir dann wieder unsere Ampel um. Und jetzt kommen die Variablen wieder ins Spiel. Den Wert it, der steht bei mir für Iteration, setze ich ja auf 0 und den Wert Druck setze ich wieder auf falsch. Und jetzt kommt eine Wiederhole-Bis-Schleife. Warum kommt jetzt hier eine Schleife? Naja,
ich will jetzt einfach eine Schleife so lange laufen lassen, bis wir eine bestimmte Zeit erreicht haben, wo die Autos grün hatten und fahren konnten. Und erst dann möchte ich dann wieder umschalten, damit die Fußgänger grün haben können. Warum ich hier die Wiederholung auf 500 gesetzt habe, sehen wir gleich. Also jeder Schleifendurchlauf führt dazu, dass ich den Wert IT um den Wert 1 erhöhe und das so lange, bis hier IT 500 erreicht hat, dann wird die Schleife abgebrochen. Und die Schleife wartet jedes Mal 20 Millisekunden und prüft dann ab, ob gerade ein Druck vorliegt auf Pin 3. 20 Millisekunden ist so kurz, dass es ausreichen sollte, jeden Druck festzustellen. Sollte dann jemand gedrückt haben, dann setze ich Druck wieder auf wahr. So, und jetzt zu den 500 Wiederholungen. Wir haben 20 Millisekunden Wartezeit und 500 Wiederholungen. Jetzt kann ich einfach 20 mal 500 nehmen, dann komme ich auf 10.000. Und 10.000 Millisekunden sind halt 10 Sekunden und damit habe ich sichergestellt, dass die Autofahrer halt mindestens mal 10 Sekunden ihre Ruhe haben und grün haben und nicht gleich wieder die Fußgängerampel umspringt. Das habe ich nur gerade, während ich euch das erzähle, festgestellt, dass hier ein kleiner Fehler drin ist. Die Millisekunden, die der warten soll, bevor er auf grün springt, die müssen eigentlich hier stehen. Es könnte ja sein, dass uns ein Fußgänger kurz vor Ablauf hier der Schleife den Drücker drückt und wenn wir hier keine Wartezeit drin haben, hat die Autoampel keine Möglichkeit, in der Zwischenzeit dann auf rot zu schalten. Deshalb müssen wir die 3 Sekunden immer abwarten, bevor wir hier umschalten. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich erklärt. Wie gesagt, ich bin mit meiner Lösung nicht sehr zufrieden. Bitte, bitte schaut im Calliope-Forum vorbei, schaut da nach dem Nutzer UsefulWit. Dort habe ich auch einen Thread aufgemacht über meine Videos. Gerne könnt ihr da mal kommentieren, falls ihr eine bessere Lösung für mein Problem findet. Ansonsten bleibt uns jetzt nur noch, das Programm auf die Calliope Mini zu schieben und auszuführen. Jetzt können wir das Programm live in Action sehen. Starten wir die Calliope Mini bzw. versorgen sie mit Strom, wird als erstes die rote LED eingeschaltet, genauso wie wir es ja im Programm festgelegt hatten. Drücke ich dann den Taster, passiert 3 Sekunden lang nichts und nach 3 Sekunden leuchtet dann die grüne Fußgängerampel. Jetzt müssen wir 10 Sekunden warten, bis wieder umgeschaltet wird auf die rote Ampel. Drücke ich direkt danach wieder den Taster, passiert erstmal lange nichts. Jetzt haben wir ja sichergestellt, dass die Autofahrer eine Mindestzeit haben, wo sie sicher sein können, dass die Fußgänger nicht die Ampel umschalten können und dementsprechend dauert es jetzt hier etwas länger. Wir haben jetzt also die Wartezeit und die 3 Sekunden Umschaltzeit, die wir vor jedem Schaltvorgang haben. Warten wir aber lange genug, sehen wir auch hier, dass die Ampel auf grün schaltet und danach wieder auf rot.